Hallo, für heute habe ich für euch ein Muster vorbereitet, den man beidseitig verwenden kann. Das ist in dem Fall jetzt die rechte Seite, weil hier die kurze Ende ist. Und so sieht die linke Seite aus. Wie du siehst, die ist genauso wie die rechte. Muster, bei dem Muster haben wir Maschenzahl teilbar durch 12 plus 2 Randmaschen. Nach oben haben wir 10 Reihen. Ich stricke heute mit euch 2 Rapports in der Breite und ein Rapport nach oben. Wir kommen jetzt zur Skizze. Wie du siehst, wir haben hier linke Maschen. Wir stricken von die erste Reihe von rechts nach links, die zweite von links nach rechts und so weiter. Wir haben in jede Reihe stricken wir unser Muster. Wir haben hier im Schwarz die linke Maschen, im Blau habe ich die rechte Maschen gezeichnet. Dann hier haben wir 2 Maschen zusammen, ganz normal, die sich nach rechts biegen. Die Buchstabe T, die auf dem Kopf hier steht, das sind 2 Maschen zusammen links. Dann haben wir hier die Umschläge, das kennst du. Und zum Beispiel hier haben wir jetzt eine Masche links verschränkt. Das ist hier dieses Zeichen. Und die Masche, das ist ganz normale, recht verschränkte Masche. Wir fangen an mit der ersten Reihe und ersten Rapport. Als erste haben wir die rechte Masche, dann kommt eine linke Masche, wieder eine rechts, eine links, eine rechts, eine links und noch eine, die ich nach rechts stricke. Danach haben wir 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also von vorne. Dann haben wir eine linke Masche, eine rechte Masche und die nächste Masche, die kommt hier, die erscheint hier als linke Masche und die stricken wir verschränkt. Links verschränkt, das heißt Faden nach vorne liege ich. Dann schiebe ich meine rechte Stricknadel hier von hinten und hole den Faden. Wir machen das noch ein paar Mal. Dann kommt ein Umschlag. Zweites Rapport. Eine Masche rechts, eine Masche links. Eine rechts, eine links. Und wieder eine rechte Masche, eine linke und noch eine Masche, die wir nach rechts stricken. Dann kommen 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine Masche links, eine Masche rechts und eine Masche links verschränkt. Das heißt, hier von hinten schiebst du deine rechte Stricknadel, Faden ist vorne natürlich, und jetzt strickst du die Masche nach links. Dann kommt ein Umschlag und bei mir ist schon die Randmasche. Das war die erste Reihe, jetzt wenden wir die Arbeit und wir sind jetzt bei der zweiten Reihe und jetzt guckst du auf deine Skizze von links nach rechts. Strickst du jetzt. Die erste ist die Randmasche. Dann haben wir eine rechte Masche. Von der ersten Reihe haben wir hier erscheint uns ein Umschlag und den stricken wir nach rechts, so wie das auf der Skizze gezeichnet ist. Dann kommt ein Umschlag
Und dann haben wir eine Masche rechts verschränkt. Also verschränkt, das heißt hier von hinten rechte Stricknadel schieben. Dann kommt eine linke Masche, eine Masche rechts, ganz normale rechte Masche. Dann kommt unser Buchstabe auf dem Kopf gestellt. Hier erscheinen auch zwei Maschen nach links und die stricken wir ganz normal zusammen nach links. Also Faden vorne und die zwei Maschen stricken wir links zusammen. Dann kommt eine Masche rechts und eine Masche links. Und wieder eine rechte Masche und eine Masche links. Noch eine rechts und eine links. Das war erster Rapport. Wir kommen jetzt zu zweiten Rapport. Ich versuche noch ein bisschen die Schärfe vielleicht. Zweiter Rapport. Erscheint hier wieder ein Umschlag. Den stricken wir nach rechts, machen einen Umschlag. Und danach stricken wir eine Masche rechts verschränkt, eine linke Masche und eine rechte Masche. Zwei Maschen zusammen links. Eine Masche rechts und eine links. Eine rechts und eine links. Und nochmal eine rechte Masche und eine linke Masche. Und danach haben wir schon die Randmasche. Die Arbeit wieder wenden. Und wir kommen jetzt zur dritten Reihe. Moment, ich muss mir meinen Zettel schieben. Die Randmasche. Jetzt stricken wir, guckst du wieder auf die Skizze von rechts nach links. Danach haben wir eine Masche rechts und eine Masche links. Eine rechte Masche und eine linke Masche. Und noch einmal eine Masche, die du nach rechts streckst. Dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine Masche strickst du nach links und die nächste nach rechts. Dann strickst du wieder eine Masche links, aber verschränkt. Das heißt, Faden nach vorne. Die rechte Stricknadel schiebst du hier von hinten und holst den Faden und damit machst du eine Masche links verschränkt. Danach machst du einen Umschlag, eine rechte Masche und eine linke Masche. Das war erster Rapport. Zweiter Rapport in der dritten Reihe. Eine rechts, eine links. Wieder eine rechts, eine links. Und noch eine, die du nach rechts strickst. Dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel schiebst du unter den zwei Maschen, holst den Faden und machst zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine linke Masche, eine rechte Masche, links verschränkt, das heißt von hinten hier die rechte Stricknadel schieben und Faden holen. Dann machst du einen Umschlag, eine rechte Masche und eine linke. Und bei mir ist schon die Randmasche. Das war die dritte Reihe. Wir kommen jetzt zur vierten Reihe. Jetzt guckst du auf die Skizze wieder von links nach rechts. Und da hast du Randmasche. Und dann kommt eine Masche rechts, eine Masche links, eine rechte. Ein Umschlag. Und dann hast du wieder eine Masche rechts verschränkt. Also von hinten hier. Eine linke und eine rechte Masche. Danach haben wir zwei Maschen zusammen links. Faden nach vorne und die nächsten zwei Maschen, die strickst du zusammen nach links. Dann kommt eine rechte Masche und eine linke. Wieder eine rechte und eine linke. Das war der erste Rapport. Wir kommen zum zweiten Rapport. Eine Masche rechts und eine Masche links.
und noch eine Masche rechts. Dann kommt ein Umschlag und dann haben wir wieder schon, Moment, eine Masche rechts verschränkt, ja. Gucke ich jetzt richtig? Ja, rechts verschränkt. So, dann kommt eine linke Masche, eine rechte, dann kommen zwei zusammen links, eine rechte Masche, eine linke Masche, eine rechts und eine links. Und dann habe ich schon die Randmasche. Das war jetzt die vierte Reihe. Die Arbeit wenden. Ich muss mir das von vorne hierbei liegen, weil sonst mache ich hier, das war jetzt die vierte und wir kommen jetzt zur fünften Reihe. So, dass ich das besser erkennen kann, muss ich hier eine Lineale legen. So ist das besser. So, wir kommen zur fünften Reihe, eine Randmasche, danach haben wir eine rechte Masche und eine linke und noch einmal ist da eine rechte Masche. Dann die nächsten zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. So, dann eine links, eine rechts. Dann eine links verschränkt, das heißt hier von hinten den Faden holen, der ist vorne und damit machen wir eine Masche links verschränkt. Ein Umschlag, eine rechte Masche, eine linke und noch einmal eine rechts und eine links. Das war der erste Rapport, wir fangen mit dem zweiten Rapport, eine rechts, eine links. Und eine rechts. Danach kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also hier von vorne und Faden holen. Eine links, eine rechts. Dann kommt eine Masche links verschränkt, Faden nach vorne und hier von hinten jetzt den Faden holen. Danach haben wir einen Umschlag, eine rechte Masche, eine linke, noch eine rechts und noch eine links. Und bei mir ist schon die Randmasche. Die Arbeit wenden. Das war jetzt die fünfte Reihe. Wir kommen zur sechsten Reihe. Und wir haben als erste die Randmasche. Danach kommt eine Masche. Eine Masche rechts und eine Masche links. Wieder eine rechts, eine links und noch eine Masche rechts. Dann kommt ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt, also hier von hinten, so. Danach haben wir eine linke Masche und eine rechte Masche. Dann haben wir zwei Maschen zusammen links, eine rechts und eine links. Das war der erste Rapport. Wir fangen mit dem zweiten Rapport. Eine rechte Masche, eine linke, eine rechts, eine links, Entschuldigung, und wieder eine rechts. Ein Umschlag. Eine rechts verschränkt, eine links und eine nach rechts. Zwei Maschen zusammen links. Eine rechte Masche und eine linke Masche. Und bei mir ist schon die Randmasche. Das war die sechste Reihe. Wir kommen jetzt zur siebten Reihe. Arbeit natürlich wenden und jetzt haben wir die Randmasche, dann kommt die als erste die rechte Masche und danach haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. So,
dann links und eine rechts. Dann haben wir eine Masche links verschränkt. Also Faden nach vorne und hier von hinten die rechte Stricknadel. Und damit machen wir eine Masche links verschränkt, einen Umschlag. Eine Masche rechts, eine Masche links und nochmal eine rechte Masche, eine linke. Eine rechte und eine linke. Das war unser erster Rapport. Wir fangen mit dem zweiten Rapport. Eine Masche rechts, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine Masche links und eine Masche rechts. Danach haben wir eine linke Masche verschränkt, dann Faden nach vorne und wir, ich mache ganz fest, deswegen habe ich natürlich hier Probleme. Dann machen wir, schieben wir unsere rechte Stricknadel hier von hinten, holen den Faden und damit machen wir eine linke Masche verschränkt. Dann kommt ein Umschlag, eine rechte Masche, eine linke, rechts, links, rechts und die letzte links und bei mir ist schon wieder die Randmasche. Das war die siebte Reihe. Jetzt kommen wir zur achten Reihe und da haben wir als erste die Randmasche natürlich und dann kommt eine Masche rechts, eine links, eine rechts, eine links, wieder eine rechte Masche und eine linke Masche und eine rechts. Danach kommt ein Umschlag, eine Masche rechts, eine Masche links und eine rechts. Zwei Maschen zusammen links. Neues Rapport, eine rechte Masche, eine linke. Rechts und links, rechts und links und noch eine rechts. Ein Umschlag, eine rechte Masche, eine linke, eine rechte und zwei Maschen zusammen links. Und dann kommt schon die Randmasche. So, das war die achte Reihe. Die neunte Reihe stricken wir die Randmasche, dann kommt eine Masche rechts, eine Masche links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und so strickst du jetzt, wenn du auf der Skizze guckst, da siehst du, dass wir haben bis zu Ende nur rechte und linke Maschen. Siehst du, das geht ganz, ganz flott. So. Und hier den Umschlag auch nach rechts und so weiter. Eine rechte und eine linke und bei mir ist schon die Randmasche. Und jetzt wendest du die Arbeit und wir sind bei der zehnte letzte Reihe. Da haben wir Randmasche und dann stricken wir wieder rechts, links. Das heißt, in dem Fall stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Und das strickst du bis zu Ende. So, wenn die Probe so bei dir aussieht wie bei mir, ich habe jetzt zwei Rapports insgesamt nach oben gestrickt und zwei Rapports in der Breite. Wie du siehst, beide Seiten sehen gleich aus. Also ganz tolle Muster für alle Projekte, kann man sagen, aber auch für Tücher oder für Schals, für jedes Projekt, wo man zum Beispiel beide Seiten sieht. Ich würde sagen, zum Beispiel für Lob auch, weil wenn du ihn ein bisschen länger machst, dann kannst du ihn doppelt wickeln ums Hals, dann sieht man
am meisten rechte und linke Seite. Aber das überlasse ich jetzt wieder euch. Die Skizze, wie jedes Mal, die kannst du dir entweder hier am Anfang abschreiben, wie du siehst, ist nicht schwer, ist nicht viel, oder ich kann dir die bei Facebook auf Privatnachricht zuschicken. Das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.